Hallo, heute zeige ich euch meine Lieblingstörtchen. Das sind Punschberge. Dafür braucht ihr erstmal Kekse, die ich hier schon mal gebacken habe. Dann braucht ihr 200 Gramm Vollmilchschokolade, 300 Milliliter Sahne, 8 Esslöffel Rum. Dann benötigt ihr noch für den Überzug Vollmilch, Zartbitter, Blockschokolade, egal, das ist euch überlassen. Und dann benötigt ihr für meine Punschtörtchen Biskuitboden. Ich habe hier einmal einen hellen, das ist euch auch ganz überlassen, ob ihr einen hellen Biskuitboden nehmt oder einen dunklen. Der wird klein zerbröselt und ich habe hier noch Marmorkuchen. Ihr könnt euch auch Cookies hineinbröseln. Das ist völlig egal. Die Kekse habe ich ja schon mal gebacken. Dann fangen wir an mit unserer Bröselmasse. Dann nehmt ihr den Kuchen oder eure Kuchen oder Keksreste und bröselt die alle in kleine Stückchen. Und jetzt gebt ihr diese 8 Esslöffel Rum in die Brösel. Und dann schön untermischen. Dann stellt ihr das zum Ziehen beiseite. In der Zwischenzeit könnt ihr euch schon mal die Schokocreme machen. Da erhitzt ihr 300 Milliliter Schlagsahne, bringt die Sahne zum Kochen, brecht eure Schoko in kleine Stückchen und rührt die so lange unter die Sahne, bis die Schokolade geschmolzen ist. Dann lasst ihr die abkühlen und dann ab für 2 Stunden in den Kühlschrank. Das werde ich jetzt schon mal machen und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, die Ganache ist jetzt fertig. Wie ihr seht, war schon 1 Stunde im Kühlschrank. Und die heben wir jetzt unsere Brösel. Richtig schön alles unterheben. Seht ihr, es gibt eine richtig schöne krumme Crememasse. Und wenn ihr die richtig schön untergehoben habt, stellt ihr das bitte nochmal für 1,5 Stunden im Kühlschrank. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr sehen könnt, die Creme ist schon einigermaßen fest geworden. Jetzt nehmen wir einen Keks. Und geben dann die Masse auf den Keks und türmen das zum Berg. Das ist zwar eine Sauerei, aber was sein muss, muss sein. Jetzt macht ihr da schön einen Berg draus. Ich mache es immer mit den Fingern, die anderen nehmen bestimmt Löffel oder keine Ahnung was. Ich mache immer Handarbeit. Wo seht ihr ungefähr? So sehen die Türchen Punschberge hinterher aus. Das macht ihr jetzt mit den ganzen Keksen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr schon mal im Wasserbad die Kuvertüre schmelzen. Die brauchen wir hinterher noch zum Überziehen. Ich zeige euch hier noch 1, 2 Punschberge. Und den Rest mache ich ohne euch. Sonst wird es auch zu langweilig. So, seht ihr? Mal einen schönen kleinen
Berg auf den Keks. Und den nächsten. Ach, was ich noch vergessen habe. Ich weiß nicht, ob ihr hier das sehen könnt. Ich habe noch ein bisschen weiße Schokolade zerbröselt mit dem Messer und dann noch in den Teig gegeben. Das wird dann noch ein bisschen crunchiger. So, das macht ihr jetzt mit den ganzen restlichen Keksen. Dann gebt ihr die ganzen Punschberge nochmal für eine Stunde in den Kühlschrank und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Die Punschberge sind jetzt alle schön ausgekühlt. Jetzt geht's nur noch weiter mit dem Überzug. Da habe ich mir hier so eine Schüssel mit meinem Sahnemesser genommen. Ich packe mir da jetzt vorsichtig ein Törtchen drauf. Und dann übergieße ich das schön mit der Kuvertüre. Und dann schiebe ich das vorsichtig auf mein Backblech, zum Aushärten. Dann das nächste drauf. Dann lasse ich wieder ein bisschen abtropfen. Und das macht ihr jetzt mit den ganzen Punschtörtchen. Dann lasst ihr die fest werden. Wenn die gleich fest sind, zeige ich euch den Anschnitt. Bis gleich. Die ganzen Punschberge sind jetzt fertig. Die sehen jetzt schon gut aus, ne? Und dann werden wir mal einen anschneiden. Ups. Und so sehen die Punschberge von innen aus. Ich gebe euch mal einen Tipp. Am besten schmecken die Punschtörtchen, wenn die 24 Stunden im Kühlschrank durchziehen und durchkühlen können. Falls ihr das nachmachen möchtet, Rezept ist unten in der Beschreibung. Und wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch bitte ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.